Hallo Freunde und willkommen zu den 400 Abonnenten-Special. Wir haben es endlich geschafft. Ja, 400 Abonnenten. Das Ziel war eigentlich bis Mai angesetzt. Ja, aber wir haben es deutlich früher geschafft. Ich denke mal, da wird auch eine Wirkung von das eine oder andere Projekt definitiv dazu beigetragen haben. Ja, aber es freut mich auf jeden Fall, dass man unser oder beziehungsweise dass ich mein Ziel deutlich früher erreichen konnte. Das macht natürlich gleich das nächste Ziel auf. Ja. Das nächste Ziel sind dann natürlich die 500 Abonnenten. Das ist klar. Die setze ich dann auch einfach, was weiß ich, einfach zum 1. Juni an. Ja, bis zum 1. Juni hätte ich schon gerne die 500 Abonnenten zusammen. Ja, wenn es natürlich nicht klappt, dann ist das eben so. Bis Ende des Jahres ist sowieso noch genug Zeit und da möchte ich auf jeden Fall noch ein bisschen was erreichen. Ja, genug Geschwafel und Gegeiere von mir. Nun zwar kommen wir zu dem eigentlichen Special. Ja, Freunde, ihr könnt euch, denke ich mal, denken, dass ich nicht einfach nur irgendwelchen sinnlosen Scheiß von mir gebe, sondern dass es noch etwas Schönes, Spezielleres gibt. Ja, ich meine, nur Dünnschiss, das ist nichts Neues bei mir. Aber, und zwar, ich verlose an euch dreimal diese PlayStation Steelbook Hülle. Diese ist meines Wissens nach limitiert. Ja, es kann auch sein, dass ich mich irre, aber bei uns gab es sie im Laden jedenfalls wie Sand am Meer. Ja, klingt jedenfalls nicht nach limitiert. Ich habe mir so gut wie möglich und so viele wie möglich abgestaubt. Ja, das heißt, ich habe auch noch für mich privat auch noch einige übrig. Ja, ja. Das heißt aber natürlich auch, dass ich für euch mindestens maximum drei verlose, ja, dass sozusagen nicht nur einer die Chance hat, sondern gleich drei Personen die Chance haben, ja. So, nun zu den, ich sage mal, Regeln bzw. Voraussetzungen, damit ihr an dem Gewinnspiel teilnehmen könnt, ja, Gewinnspiel kann man nicht sagen, an der Verlosung teilnehmen könnt, ja, solltet ihr auf jeden Fall Abonnenten von mir sein, ja, und solltet natürlich auch aktiv meine Videos schauen, ja, oder meine Streams, ja, da würde ich mich auf jeden Fall sehr darüber freuen. Ja, das ist zwar jetzt kein Muss, aber es wäre schon sehr toll. Ja, und zwar, das nächste wäre, schreibt unter diesem Video einfach Hashtag MegaxLP, dann weiß ich ganz genau, ihr wollt teilnehmen, ja, damit ich da sozusagen ein bisschen Struktur reinbekomme, damit ich auch gleich mitkriege, wer wirklich mitmachen und wer nicht. Ja, weil es gibt auch Leute, die kommentieren einfach so drunter und dann gehe ich von aus, oh, der will mitmachen. Wir machen einfach so, Hashtag MegaxLP drunter schreiben und dann schreibt ihr gerne euren Text, den ihr gerne reinschreiben wollt. Ja, vielleicht auch die besten Highlight-Momente von mir oder auch nicht. Das ist, könnt ihr euch ausdenken, wie ihr wollt. Die nächste Voraussetzung gilt jetzt natürlich definitiv auch für die Leute, die ich privat kenne, ja, wie zum Beispiel Matze, Sven, Lori, ja, und jeden, den ich sonst noch privat kenne, auch einige aus meiner Familie gucken auch gerne diese Videos, ja, wenn sie natürlich die Zeit finden, auch für die gilt das, ja. Wenn ihr auch so eine Hülle haben wollt, ja, sage ich gleich, dann schreibt mir das auf jeden Fall privat, ich habe einige über, dann könnt ihr auch eine bekommen. Weil die drei, die ich jetzt hier verlose, die verlose ich nicht an euch. Also ihr könnt nicht teilnehmen. Ja, ihr werdet automatisch ausgeschlossen aus der Verlosung. Ja, ich weiß, das klingt etwas unfair, aber so haben meine Abonnenten, die so jetzt nicht zu meinem privaten Leben dazugehören oder in meiner Familie dazugehören, eine höhere Chance. Ja, da bitte ich euch auf jeden Fall ein bisschen Verständnis dafür zu haben. Und ja, ich habe, wie gesagt, noch einige über. 6 oder 7 Stück habe ich noch über und da kann ich ein oder andere definitiv noch entbehren. Also keine Ursache, sage ich schon. Also kein Problem. So, ja. Freunde, bevor wir das natürlich vergessen, das habe ich vergessen zu erwähnen, deswegen schneide ich das am besten gleich nochmal mit rein. Wenn du derjenige bist, der diese Steelbook gewonnen hat, ja, ich brauche auf jeden Fall eine Möglichkeit, euch privat zu kontaktieren, beziehungsweise, dass ihr mich kontaktiert. Ja, denn ich weiß ja nicht, wie ihr privat wirklich heißt. Das geht mich auch nichts an. Das gebe ich auch zu. Ja, es geht mich nicht an. Aber
ihr solltet wissen, ihr müsst mich persönlich kontaktieren. Im Chat ist das zwar eine ziemlich gute Sache, das Problem ist aber, wenn ihr die Steelbook erhalten wollt, brauche ich eure Adresse. Und die will ich nicht, dass ihr die öffentlich macht. Ja, das heißt, ihr müsst mich privat kontaktieren können. Das heißt, ich habe die Möglichkeit auf Discord, der Link ist auch in der Videobeschreibung, da könnt ihr mich auf Discord privat anschreiben. Solltet ihr natürlich gerade kein Discord haben, ist das auch nicht so schlimm. Ich habe auch einen Facebook-Kanal, beziehungsweise eine Facebook-Seite mit meiner Seite, ja, MegaxLP, da könnt ihr mich auch kontaktieren. Ja, solltet ihr irgendwo noch bessere Möglichkeiten kennen, wo man sich privat kontaktieren kann, ist das kein Ding. Ansonsten, ihr könnt mich auch, wie gesagt, bei Facebook suchen, privat. Ja, das ist ganz einfach. Tino Christoph, gebt da einfach ein, dann müsst ihr doch mich schon finden. Ich meine Hackfresse kennt ihr ja schon. Also dürfte ich nicht allzu schwer zu finden sein. Könnt ihr mich gerne privat kontaktieren. Ja, und ja, wie gesagt, wenn ihr gewonnen habt, dann brauche ich auf jeden Fall eure Adresse. Ja, ja, und ich habe auch noch vergessen, auch mal zu erwähnen, wann eigentlich der Einsendeschluss ist, ne? Das, ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, oder danach sagen werde, das werde ich dazwischen wahrscheinlich reinschneiden, sehr unvorbereitet. Einsendeschluss ist eine Woche, direkt eine Woche, nachdem das Video hochgeladen wurde. Das heißt, es wäre heute, ab heute 7 Tage, das wäre dann nächste Woche, Samstag der 8., sagen wir, ja, 15 Uhr. Sagen wir 15 Uhr. Ja, okay. Wann ich das dann natürlich direkt lossenden kann, ist nicht gesagt. Ja, also, wenn wir dann verlosen, die Auslosung abschließen, das machen wir dann natürlich wieder ganz fair mit einem Zufallsgenerator. Ja, weil da bringt es nicht, also da bringt es auf jeden Fall nichts, wenn ihr mir Honig unter die Nase schmiert oder sonst was. Wir machen immer ganz fair über einen Zufallsgenerator. So hat keiner irgendwelche Vorteile oder Nachteile. Gut, okay. Dann war's das hier an der Stelle. Machen wir jetzt gleich da weiter. Heute kommen ja noch einige Streams. Also ich denke mal so mindestens, wenn ich mal so auf die Uhr schaue, ja gut, 2 werden es wahrscheinlich nicht. Doch 2 werden es definitiv, aber es könnten vielleicht sogar 3 werden. Also wenn ich mich jetzt beeile, dann schaffe ich das noch. jedenfalls, heute kommt auch von Shorty's LPK raus. Ich bin jetzt nicht sicher, aber ich glaube, die streamt das. Warte, voll unvorbereitet, weiß. Kommt auf jeden Fall heute Mario Kart. Und zwar, weil wir zusammen Mario Kart auf der Switch spielen, also Mario Kart 8 Deluxe auf der Nintendo Switch. Ja. Wer gerne möchte, kann mitmachen. Ja, soweit ich weiß, ist der Start auf 19 Uhr angesetzt. Sollte sich was ändern. Ja, sollte sich bis dahin was ändern, haltet auf jeden Fall Ausschau in den Kommentaren dieses Videos. Dann werde ich das auf jeden Fall auch nochmal anpinnen, falls sich an den Zeiten was ändert. Ja, wenn jemand mitmachen möchte, ja, dann schaltet auf jeden Fall bei Shorty's LPK aus ein. Ja, und sie wird, denke ich mal, den Turniercode mit reinschreiben, gehe ich mal von aus. Also ich denke mal, ich werde das auch streamen, wenn ich damit reingehe. Ja. Und da werde ich den Turniercode auch nochmal mit anzeigen lassen. Ja, gut, das war es erstmal diesbezüglich. Ja, heute kommt auf jeden Fall nochmal Dragon Ball. Wer hätte es gedacht? Und ja, gut. Lange Rede, kurzer Sinn. 6 Minuten sind mehr als genug für ein Special. Ich bedanke mich auf jeden Fall nochmal bei euch, dass ihr mich tatkräftig unterstützt mit euren Zuschauern, mit euren Kommentaren und vieles mehr. Ja, worüber ich mich natürlich noch freuen würde, wäre natürlich, wenn ihr mir eine kleine Spende hinterlassen würdet. Diese Links findet ihr auch, beziehungsweise Spendenlink findet ihr auch in der Videobeschreibung. Ja, da würde ich mich auf jeden Fall auch freuen. Das würde mich unterstützen und das würde, würde mich halt einfach unterstützen in meinem Let's Play Streamer, Streamer Weg. Ja, und ja, wie gesagt, die Spenden, die werden nur für YouTube eingesetzt, das heißt für Equipment, damit ich mein Equipment verbessern kann, damit ich auf YouTube leichter oder besser streamen kann, oder halt auch für Spiele, die ich dann auch streamen werde, definitiv. Ja. Also, das wird für keine privaten Zwecke eingesetzt, ja, sondern nur für YouTube.
Nur, dass er da Bescheid weiß. Gut, genug rumgeschnurrt. Würde ich sagen, ich bedanke mich nochmal recht herzlich, dass ihr euch das jetzt angetan habt. Und ich freue mich echt riesig auf diese 400 Abonnenten.